wie macht man eigentlich Rainbow Friends in einem 3D-Drucker? Wie ihr sehen könnt... Bruder, was ist das denn? Für ein mieser Kram. Auf JH Figuremakers Kanal werden wir das heute herausfinden. Und wie man sehen kann, sehen diese Figuren ziemlich wild aus. Ich habe sehr, sehr Bock. Oha. So krass, Leute. Wird nice, Digga. Wir fangen an mit dem 3D-Model, so wie es ausschaut. Guckt euch das mal an. Das ist einfach so ein, ja, halt so Knetmasse sozusagen. Ne? Das wird jetzt hier in so eine Skulptur geschoben und ich würde sagen, ah, da sind schon die Roblox-Hände. Ziemlich nice, wie der das macht. Und wie schnell auch. Crazy. Hier ist schon mal ein Roblox-Charakter erzeugt worden. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Charakter, entweder Blue oder Orange oder sonst irgendwer. Es wird auf jeden Fall ein Charakter. Hier macht er so ein bisschen die Haare. Alter, wie krass. Auch nicht schlecht. Man muss schon sagen, Leute, das ist beeindruckend. Und jetzt verknüpft er Blue quasi mit diesem Charakter, sodass die eine Verbindung haben. Ne? Ey, es sieht zu heftig aus. Guck es an. Voll krass. Das ist jetzt erstmal die reine Skulptur. Jetzt wird das ganze Ding ein bisschen verfeinert. Jetzt werden die ganzen Dekorationen so ein bisschen gemacht. Und Green mit ihm verbunden. Ey, nice. Leute, ich schwör's euch. Ich weiß ja auch nicht, wie das gemacht wird, ne? Aber das sieht auf jeden Fall schon ziemlich wild aus. Der haut jetzt alle Charaktere erstmal rein. Der macht jetzt so, der macht jetzt hier anscheinend das Grundmodell. Danach kommt die Farbe rein. Denke ich mal zumindest. Also wird er die Farbe so ein bisschen anpassen. Dann kommen die Lichtverhältnisse vielleicht noch. So, also da sieht man auch Orange, ne? Hat sein Maul auf und dann guckt da so ein Typ raus. Das werden, glaube ich, ziemlich nice Charaktere. Das Ding sieht ein bisschen so aus wie Purple, würde ich fast behaupten. Der hat so eine Mütze auf. Ja. Das ist Purple aus dem Band, ne? Oder? Doch, ja. Safe. Wie macht es jetzt? Aus den Augen. Ja, da. Ich glaube, bei Purple muss er noch ein bisschen was machen. Ey, crazy. Und da hat er sogar noch die gelbe Ente dazu gemacht. Respekt. Respekt, Mann. Das würde ich auch gern können. Das ist ziemlich, ziemlich wild. Pink kommt auch noch vor. Und oh, guck mal, wie krass der das macht. Das wird gleich farblich so einen heftigen Flow annehmen, Leute. Absolut krank. Wen macht er da jetzt noch? Noch ein? Ah, Red. Ja, klar, Leute. Jemand mit Hut, das kann nur Red sein. Ne? Geile Linien. Und da wird er mit Red verbunden. Sieht alles so ein bisschen monströs aus irgendwo, ne? Aber wenn das gleich Farbe bekommt, dann sieht das richtig wild aus. Heftig. Also, die ganzen Charaktere muss er jetzt halt angehen, ne? Bin mal gespannt, wie er das macht. Also, als nächstes macht er Unterstützung, also Support stand da. Ich weiß noch nicht, was das bedeuten soll. Also, ah, aha. Das ist für den 3D-Drucker. Er malt das praktisch später an, nachdem er das Ding gedruckt hat. Da sieht man es, ne? So sieht das Material jetzt erstmal aus. Und ich glaube, der 3D-Drucker braucht richtig lange, bis der das gedruckt hat. Da hat er es jetzt. Jetzt muss er die ganzen Dinger loskratzen und vermutlich halt die ganzen Figuren irgendwie von diesen Supports, von diesen Hilfsdingern lösen. Ne? Bin mal gespannt, wie er es macht. Er hat jetzt in irgendeine Lösung reingetan. Und so sehen die jetzt schon, glaube ich, ziemlich clean aus. Er muss das da alles losschneiden, ne? Ja. Wild. Da sieht man eigentlich, wie viel Arbeit dahinter steckt, ne? Bisher denkt man so, boah, das ist irgendwie voll Müll so, ne? Bisher. Das wird noch krass. Er muss jetzt auf jeden Fall noch irgendwie einen Vorgang machen mit Infrarotlicht, damit das noch besser aussieht. Ah, okay. Dadurch wirken die ganzen Dinger viel... Ja, also so... Ich würde sagen, die Quadrate kommen jetzt noch besser zur Geltung. Ne? Irgendwie werden die Kanten so geschärft worden. Ziemlich nice. Ihr könnt das natürlich auch mal mit anderen Figuren sehen. Hashtag Drucker in die Kommentare, wenn ihr andere Figuren sehen wollt.
Vielleicht auch mal irgendwie Poppy Playtime oder so. Man kann natürlich auch mal Thomas Exe oder sonst irgendwas, alles anderes geht, ne? Können wir uns gerne mal ansehen, wenn ihr möchtet. Der Saubermachprozess. Auch ziemlich wichtig, glaube ich, damit man die gut anmalen kann später. Jetzt geht's nämlich los. Oh, Bro. Ich glaube, das wird heftig, Mann. Er malt hier Blue erstmal so eine Grundschicht. Hautfarbe wahrscheinlich für den Typen so ein bisschen. Ja, man kennt ihn. Dann schwarzen Pulli. Ah ja, schwarz. Ey, guck mal, wie krass das schon aussieht, ne? Ja, das ist natürlich wichtig, das Auge. Sehr wichtig, Digga. Auch der Mund muss auch schwarz. Zu wild. Und jetzt kommt noch sein Auge rein. Mit einem feinen Pinsel macht er das. Guckt euch das an. Okay, ist krass geworden. Bin ehrlich. Jetzt mit der Farbe wird das nämlich das Ganze nämlich ganz anders, Leute. Er malt jetzt den Nerd, glaube ich, ne? Man kennt ihn. Der ist aus GameToons, glaube ich. Da hatten wir auch schon mal drauf reagiert, Leute. Falls ihr die ganzen Charaktere nicht kennt, schaut euch einfach mal die Stories an. Es gibt ein paar Videos auf meinem Kanal. Die heißen halt Geschichte von Green, von Orange und so. Und da könnt ihr die Geschichte über den Charakter auch sehen, falls ihr die noch nicht kennt. Und ja, da ist der Charakter halt dabei und das ist halt ein blinder Charakter. Er hat so eine Brille auf. Sehr geil gemacht. Sieht richtig gut aus. Ja, das macht das Ganze nochmal ein bisschen geiler, würde ich sagen. Ja, safe. Ah, Greens Arme müssen natürlich auch noch gemacht werden. Ein bisschen Kleber dran gemacht und jetzt hat er Greens Arm gemacht, ne? Nice. Die Zähne müssen auf jeden Fall weiß. Der Körper erstmal orange. Und der ist so ein bisschen wie Huckepack, so auf ihn drauf, ne, auf den Charakter. Und der hat jetzt hier komplette Hautfarbe, weil er anscheinend nur einen Tanktop anhat. Ich glaube, das war ein Sportler oder so. Ich glaube, das war ein Sportler, beziehungsweise so ein Typ, der sehr viel gegessen hat. Der war eigentlich voll fett, der Typ. War. Man sieht aber nicht sein Gesicht. Nur ein bisschen, glaube ich. Das ist halt einfach das Geilste, ne? Das ist wirklich das Geilste. Sieht krass aus. Jetzt noch das Gesicht. Zu wild. Ey, das sieht so geil aus, Mann. Purple, würde ich sagen, ist der einfachste von allen. Da musst du ein bisschen Wend malen, ein bisschen ein paar Augen malen und so. Und natürlich halt das Ding nur ein bisschen in, violett anmalen, ne? Der Kopf hier ist natürlich nochmal, vielleicht würde ich sagen, sogar das aufwendigste. Wegen der Feinarbeit, aber ansonsten, Purple ist, glaube ich, der leichteste von allen. Also nicht, dass ich das jetzt könnte, ne? Aber so von objektiven Beurteilen. Ja, safe. Und jetzt haben wir Red. Es fehlt noch Pink. Nach Red auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, dass hier der Gesichtsausdruck falsch wäre, wenn der jetzt Angst hätte, quasi dieser Charakter. Weil der Red-Charakter, der Menschencharakter, das ist ja eigentlich der Wahnsinnige. Der müsste eigentlich böse lachen. Das wäre jetzt so, so würde ich das jetzt halt machen, ne? Ich die Story halt verstanden hätte. Müssen wir gleich mal gucken, wie so sein Mund da aussieht. Ja, verängstigt. Also fühle ich nicht. Also denke ich nicht, dass es notwendig war. Aber ist natürlich trotzdem, Digga, das ist geisteskrank, was der da gemacht hat. Ach ja, Yellow fehlt auch noch. Die Ente. Boah, die Ente war auch eine sehr coole Story, muss ich sagen. Die haben wir uns letztens auch reingezogen. Die ist sehr, sehr geil gewesen. Die Ente, auch eine der gefährlichsten Rainbow Friends, ne, die es gibt. Sieht harmlos aus, aber ist ungemein gefährlich. Sehr gut. Ente, muss ich sagen, war jetzt von allen irgendwie das Ungeilste bisher. Weiß man auch nicht. Mal gucken. Ja, die Ente ist okay. Jetzt kommt aber Pink. Bei Pink bin ich immer gespannt. Junge, wie schnell der am Malen ist, ey. Es wird ja immer schneller, das Ding. Da malt er auch schon den Charakter, der mitten in Pink drinne ist, ne? Der Typ, zu krass.
Wirklich. Jetzt die Augen noch schnell fertig malen. Und Pink sieht richtig gut aus, finde ich. Pink sieht richtig gut aus. Ist halt mehr Hautfarben. Ich hätte also das vielleicht ein bisschen pinker so, ein bisschen mehr so ins Rosanige. Naja, rosa eher nicht, eher so pink, ne? Aber pink ist einfach kräftiger so. Hätte ich mehr gemacht, aber ich finde das eigentlich auch schon ziemlich nice. Sehr gut geworden, sehr gut geworden. Da sieht man nochmal alle Charaktere in ihrer ganzen Vielfalt. Zu wild! Und Leute, falls ihr das auch so wild findet wie ich, lasst auf jeden Fall ein Like da und vor allem checkt mal gerne den Kanal von JH aus. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ein dickes Küsschen und eine Videoempfehlung für euch genau hier. Denno out.